Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich euch ein absolut klassisches Messer aus Solingen vorstellen. Und zwar geht es, wie ihr hier an dem Symbol, ich nehme euch ein bisschen in den Fokus mit rein, wie ihr hier an dem Anker schon feststellen könnt, geht es um das sogenannte Ankermesser der Firma Otter. Ja, Otter ist eine Firma, die schon eine extrem lange Historie mitbringt. Otter wurde 1980 gegründet in einer Schleiferei, so steht es auf jeden Fall auf der Webseite, in Solingen. Und in der Nähe dieser Schleiferei gab es wohl einige Fischotter und da hat man sich überlegt, den Firmennamen einfach Ottermesser bzw. Otter zu taufen. Ja, und so gibt es die Messer schon sehr lange, werden in Solingen in einem sehr, sehr kleinen Team nach wie vor von Hand gefertigt. Also auf der Webseite steht, dass es aktuell 11 Leute in diesem Team gibt, angefangen vom Geschäftsführer über dann die ausführenden Mitarbeiter und alles, was dazu gehört. Handarbeit finde ich persönlich schon mal sehr, sehr schön. Dieser Anker hier, der besteht aus Messing und wird hier in diese Griffschale wunderschön eingelassen. Es gibt verschiedene Varianten hier von diesem Ottermesser. Die Bezeichnungen auf der Webseite sind auch wirklich sehr schön. Also man sieht hier zum Beispiel, das ist das Modell Otter Ankermesser 174. Das hat einen 90 mm Griff. Und das gibt es dann in der Variante ML und ML steht für mit Loch, also hier ein kleines Lanyard Hole, da nennt sich die Variante dann ML und so merkt man richtig schön, dass es deutsche Abkürzungen sind, die auch auf der Webseite gebraucht werden. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön, diese Fertigung hier in Solingen. Zum Einsatz bei diesem Messer kommt ein sogenanntes Grenadilholz. Das ist ein Holz, das es in Wüstengegenden und der Savanne gibt. Ist ein sehr festes Holz, das diese wunderbare Maserung hier mitbringt und auch diese dunkle Farbe mitbringt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut hier an diesem Messer. Ich habe mich hier für das Modell 174 mit der 90 mm Griff entschieden. Heißt, der Griff ist hier quasi 9 cm lang. Das gleiche Modell gibt es auch nochmal als Modell 173 und da ist der Griff dann einen Zentimeter länger, also 10 Zentimeter. Ist etwas größer. Ich habe mich hier für diese Variante entschieden, weil wenn man mal ein Victorinox-Messer daneben legt, hier mal so ein Standard Victorinox-Messer, dann erkennt man wunderbar, dass es sich hier wirklich nahezu um die gleiche Größe handelt. Und das trägt sich sehr angenehm in der Hosentasche und aus dem Grund habe ich mich dann hier auch für diese 90 mm Variante entschieden. Ja, dieses Messer hier, also prinzipiell gibt es auf der Webseite von Otter nun verschiedene Kategorien. Dieses Messer hier fällt in die Kategorie Freizeit mit rein. Die haben Haushalt, Jagd und sowas in der Richtung. Das ist jetzt hier ein Freizeitmesser mit einer sogenannten Hufklinge. Machst du mal ein bisschen sauber. Bisschen Ballistol hier drauf, mit einer Hufklinge. Ja, diese Klinge hier hat also, erinnert so ein bisschen an die Form eines Hufs und sie ist angegeben, dass sie konzipiert ist für ziehende Schnitte. Also ursprünglich, so habe ich im Internet ein bisschen recherchiert, ist dieses Messer natürlich, wie man an dem Anker schon erkennt, für den maritimen Bereich entwickelt worden. Heißt für die Seefahrt und da hat diese Klinge wohl den Vorteil, dass sie sehr, sehr gut Stricke oder Taue auf dem Schiff durchtrennt und zum Zweiten auch die nicht extrem ausgeprägte Spitze bei einem wankenden Schiff durchaus vor Verletzungen schützt. Ja, und so ist das Ganze wohl entstanden. Und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich nehme euch ein bisschen näher mit dran. Dieses Messer hier gibt es einmal in, wie ihr es jetzt hier seht, in einer rostfreien Edition. Gibt es dann auch einmal in Carbonstahl. Die meisten Messer von Otter sind wohl Carbonstahl. Das hat sich jetzt hier angeboten, als ich es damals in einem Messerladen gekauft habe. Da gab es das hier in dieser rostfreien Variante. Ja, wie gesagt, gibt es dann auch nochmal in Carbonstahl. Hier sieht man, spiegelt jetzt so ein kleines bisschen, hier sieht man aber diesen Otter, das ist das Firmenlogo. Darunter steht auch dann Otter, Messer Solingen, rostfrei und hier auf der Klingenwurzel nochmal rostfrei Solingen.
Ja, das Messer ist ein Slip-Joint-Messer. Das heißt, genau wie die Schweizer Taschenmesser von Victorinox, verriegelt das Messer hier, ist ein Zweihandmesser auch, kann aber direkt wieder geschlossen werden. Die Feder arbeitet sehr, sehr gut und hält die Klinge sicher fest. Was ich ganz schön finde, ist, dass die Klinge hier so richtig schön bauchig nach oben aus dem Messer raussteht. Man kann es also wunderbar greifen und öffnen. Das Messer hier kam schon sehr, sehr scharf. Ich habe es einmal noch übers Leder gezogen. Ist wirklich, ja, also von der Schärfe her gibt es da mal überhaupt gar nichts zu meckern. Die Feder hinten steht auch wunderschön im geöffneten Zustand, beziehungsweise schließen wir sie mal. Schließt die Feder hier ganz sauber und ganz gerade ab. Im geöffneten Zustand sieht man, ja, dass sie minimal so ein bisschen nach unten wegtaucht. Das denke ich ist aber vollkommen normal. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier diese Hufform. Ja, ich habe das Messer jetzt schon häufiger dabei gehabt und muss sagen, dass es mir wirklich ganz hervorragend gefällt. Ich habe jetzt gerade vorhin einige Kartonagen damit zerschnitten, absolut geeignet dafür. Gerade wegen dieser Klingenform, also ich stelle es mal hin, da sieht man es, wenn man das Messer aufsetzt, dann setzt wirklich vorne die Klingenspitze auf. Also hier dieses Teil, Messer, dieses Klingenteil hängt so ein kleines bisschen jetzt hier in der Luft, sieht man vielleicht. Von daher habe ich wirklich, wenn ich so schneide, taucht die Spitze wunderbar ins Material ein und ich kann, wenn ich dann ziehe, wirklich perfekt ja, Pappe, Papier, was auch immer, zerteilen. Also das gefällt mir hier wirklich sehr, sehr schön an diesem Messer. Ja, Handarbeit. Haben wir schon gesagt, das Messer liegt, je nachdem, wo ihr es kauft, so um die 50 Euro. Ja, bekommt ihr direkt auf der Seite von Otter. Das Modell, wie gesagt, nennt sich Ankermesser 174, in dem Fall ML, also mit Loch. Ja, die Hufklinge gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Den Holztyp, der hier verwendet wird, ebenfalls dieses Grenadilholz. Ja, ein sehr, sehr schönes Messer, wie ich finde, auch dann ein absoluter Klassiker, der in keiner Sammlung fehlen sollte. Also ich bin, ja, ich sammle die Messer auch so ein bisschen, aber ich bin auch ein Typ, wenn ich so ein Messer habe, dann nehme ich es auch mit und nutze es auch, weil ich finde immer, sonst hätte es kein Messer werden sollen, wenn man es nur in die Vitrine legt und man es nicht benutzen kann oder sollte. Und da ist das wie gemacht für. Also das Messer ist ein richtiger Worker. Man kann es legal führen. Super scharf. Ich persönlich mag den Style. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich persönlich mag den Style wirklich sehr. Ja, dann denke ich, haben wir soweit alle Daten erwähnt, haben uns das Messer ein bisschen genauer angeschaut. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über einen Daumen nach oben hier in diesem Video und auch über ein Abo auf meinem Kanal freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!